Hallo, heute habe ich mal wieder ein gestricktes Dreieckstuch für euch. Dieses Tuch, das habe ich jetzt in Originalgröße gestrickt, deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert mit dem nächsten Tuch. Dieses Tuch geht sehr, sehr stark in die Breite und wird sehr schmal. Also dieses Tuch ist wirklich ganz toll geeignet für den Hals, wenn ihr das um den Hals legen wollt, als Schal tragen und natürlich auch als Schultertuch. Hier habe ich immer kraus-rechts Maschen gestrickt, das heißt in jeder Reihe die Hin- und die Rückreihe rechte Maschen. Und dazwischen, damit das Ganze ein bisschen aufgelockert wird, habe ich dann eine Lochmusterreihe gestrickt. Das ist also auch wirklich ganz einfach zum Nacharbeiten. Ich habe jetzt hier ein Baumwoll-Fiskose-Mischgarn verwendet und mit 4er Nadel. Und bei diesem Tuch, da werden immer 4 Maschen pro Hinreihe zugenommen. Dadurch geht das eben auch so stark in die Breite. Und bis 312 Maschen habe ich zugenommen. Und dann bekommt das Tuch eine Breite von 1,90 Meter circa. Und die Höhe wird dann gerade mal 40, 41 cm. Wird also wirklich sehr, sehr flach. Zuerst schlagt ihr 4 Maschen an. Dann die Arbeit wenden. Die erste Reihe, das ist jetzt die Rückreihe. Da werden noch keine Maschen zugenommen. In der Rückreihe sowieso nicht. Und da werden jetzt alle Maschen rechts gestrickt. Dann die Arbeit wenden. Das ist jetzt die erste Hinreihe. Und damit das Tuch schön an Weite gewinnt, werden hier nicht nur eine Masche pro Seite zugenommen, sondern immer 2. Dazu legt ihr den Faden hinter die Arbeit, geht in die Randmasche, holt da eine erste Masche durch, lasst den Faden auf der Nadel und gleichzeitig stecht ihr von hinten ein, wie wenn ihr verschränkt stricken wolltet. Von hinten und holt da eine zweite Masche. Dann ein Umschlag. Die folgenden 2 Maschen werden rechts gestrickt. Dann wieder ein Umschlag, also da auf der anderen Seite dann erster Umschlag. Und wieder in die Masche wie zum Rechtsstricken. Der Faden bleibt auf der Nadel. Und nochmal hinten einstechen und eine weitere Masche holen. Dann habt ihr jetzt 4 Zunahmen in der Reihe. In der Rückreihe, da werden keine Zunahmen gestrickt. Da werden die Maschen fast immer rechts gestrickt. Und zwar auch die Randmasche, die wird auch rechts gestrickt. Also den Faden hinter die Arbeit legen und gleich die Randmasche rechts stricken. Und alle weiteren rechts stricken und auch den Umschlag. Und auch die Randmasche wieder rechts stricken. So, in der nächsten Reihe den Faden wieder hinter die Arbeit legen. Dann von vorne einstechen, eine Masche stricken und nochmal hinten einstechen. Also einfach den Faden so ein bisschen vor und dann hier so hinten einstechen. Da die zweite Masche holen. Dann immer den Faden ein bisschen anziehen, damit es nicht zu locker wird. Und wieder ein Umschlag. Jetzt alle Maschen bis vor die Randmasche rechts. Und auf dieser Seite wieder erster Umschlag. Dann vorne einstechen. Und einmal hinten die zweite Masche. Das wird also in jeder Reihe so gemacht. Da werden immer 2 aus der Randmasche gestrickt und dann noch ein Umschlag und auf der anderen Seite erster Umschlag und dann 2 aus der Randmasche. Und in der Rückreihe, da werden dann alle Maschen wieder rechts gestrickt, auch die Randmasche. Den Faden wieder hinter die Arbeit legen und wieder alle Maschen rechts.
und auch die Umschläge rechts. Die Umschläge werden immer rechts gestrickt, auch in der Reihe, wo das Lochmuster gestrickt wird. Rechts und auch die Randmasche wieder rechts. Den Faden hinter die Arbeit legen, wieder eine Masche stricken, von vorne und dann von hinten einstechen. Dann ein Umschlag und wieder alle Maschen rechts. Bis vor die Randmasche, dann wieder einen Umschlag, von vorne eine Masche holen und einmal dann von hinten einstechen und die Masche holen. So, in der nächsten Reihe, da werden, beziehungsweise in der nächsten Hinreihe, da werden jetzt, wird jetzt das Lochmuster das erste Mal gestrickt. Dafür werden auf der Rückseite dann keine rechten, sondern linke gestrickt, aber die Randmasche wird wieder rechts gestrickt und auch die zweite Masche, die wird rechts gestrickt und der Umschlag, der wird rechts gestrickt. Also das wird auch immer so gemacht. Und dann die folgenden Maschen, die werden jetzt alle links gestrickt. So, bis zum Umschlag und der wird dann wieder rechts. Die nächste rechts und auch die Randmasche rechts. Dann wieder den Faden hinter die Arbeit und wieder zwei Maschen aus der Randmasche rausstricken. Einmal von vorne, einmal von hinten und den Umschlag. Und die folgenden zwei Maschen, die werden jetzt auch rechts gestrickt, da wo der Umschlag war und die Masche davor bis zum Umschlag, die werden auch rechts gestrickt. Aber das könnt ihr dann auch ganz gut sehen, weil da wo ihr dann jetzt glatt rechts gestrickte Maschen habt, also die erscheinen euch ja jetzt rechts, da wird jetzt mit dem Lochmuster begonnen und das ist jetzt auch ganz easy. Dazu strickt ihr zwei Maschen zusammen und ein Umschlag. Wieder zwei Maschen zusammen, ein Umschlag. Zwei Maschen zusammen, ein Umschlag. Wieder zwei zusammen, ein Umschlag. Und nochmal zwei zusammen, ein Umschlag. Das ist also schon alles. So, dann die nächste Masche rechts und die übernächste Masche rechts, dann ein Umschlag und aus der Randmasche wieder zwei Maschen rausstricken, einmal von vorne und einmal von hinten. Das ist schon alles, das ist die nächste Lochmusterreihe, die wird versetzt gestrickt. So, den Faden wieder hinter die Arbeit legen und die Randmasche rechts. Und jetzt werden in dieser Reihe wieder alle Maschen rechts gestrickt. Auch die Umschläge. Und auch die Randmasche wieder rechts. So, das ist die erste Lochmusterreihe. Jetzt sind wir wieder auf der Hinseite. Den Faden wieder hinter die Arbeit legen und wieder zwei Maschen aus der Randmasche herausstricken. Dann Umschlag und alle Maschen rechts.
So, und bis vor die Randmasche, dann wieder der Umschlag und wieder zwei Maschen aus der Randmasche herausstricken. Genau, aus der. So schaut das denn schon aus. Und jetzt werden die nächsten Reihen werden jetzt nur rechte Maschen gestrickt, und zwar bis ihr genau 4 Krausrippen habt. Und die Rückreihe alle Maschen rechts stricken, auch die Umschläge, die Randmasche, alles rechts stricken. Und auch in der Hinreihe alle Maschen rechts stricken, und da nehmt ihr dann jeweils aus der Randmasche 2 Maschen und mit dem Umschlag. Danach den Umschlag und hinten erst den Umschlag und dann 2 Maschen aus der Randmasche. Und dann zeige ich euch noch, wie die zweite Lochmusterreihe geht. Da der Umschlag rechts, nächste rechts und Randmasche rechts. Randmasche rechts und von hinten einstechen, die zweite holen, Umschlag und wieder alle rechts, bis ihr genau 4 Krausrippen habt. Also das heißt, jeweils eine Krausrippe sind immer 2 Reihen rechts gestrickt. So, ich habe jetzt die 4 Krausrippen, da seht ihr. 1, 2, 3, 4. Dann kommt in der nächsten Hinreihe, wird wieder eine Lochmusterreihe gestrickt. Das heißt, in der Rückreihe, da werden jetzt wieder linke Maschen gestrickt, bis auf die ersten 3 Maschen. Die Randmasche wieder rechts, die folgende rechts und auch der Umschlag rechts. Und jetzt werden alle folgenden Maschen links gestrickt. So, bis kurz, also bis zur Randmasche. Die Randmasche, die wird jetzt wieder rechts gestrickt. Die nächste rechts. Da habe ich gesagt, die Randmasche wird rechts, der Umschlag wird rechts gestrickt. Die nächste rechts und die Randmasche rechts. So, und jetzt kommt die nächste Lochmusterreihe. Jetzt werden wieder 2 Maschen aus einer herausgestrickt. Dann ein Umschlag. Und auch die folgenden 2 Maschen, die werden dann ganz normal rechts gestrickt. Und vorhin haben wir immer 2 zusammengestrickt und einen Umschlag. Und jetzt wird erst ein Umschlag und dann ein Überzug gestrickt. Also ein Umschlag. Dann wird eine Masche wie zum Rechtsstricken abgehoben. Die nächste Masche wird rechts gestrickt und die abgehobene wird einfach drüber gezogen. Dann wieder ein Umschlag, eine Masche abheben, eine Masche rechts und die abgehobene drüber ziehen. Das ist fast noch einfacher wie immer 2 zusammenstricken. Ihr werdet sehen, wenn das Tuch nachher größer wird, das ist dann. Ja, das ist nicht schwer, aber dann ist eigentlich der Überzug, der ist einfacher zum Stricken. Also ein Umschlag, eine Masche abheben, eine Masche rechts und die abgehobene, die wird drüber gezogen. Umschlag, Masche abheben, eine Masche rechts und drüber ziehen. Warum ich das so mache, warum man jetzt nicht immer die Reihe oder die andere Reihe stricken kann, ist so, wenn ihr jetzt immer 2 zusammenstrickt und einen Umschlag, dann bekommt es einen Rechtsdrall. Und wenn ihr erst einen Umschlag strickt und dann den Überzug, dann bekommt es einen Linksdrall. Denn das wird jetzt bei dem Tuch wahrscheinlich gar nicht so sonderlich auffallen, weil ja ein paar normal gestrickte Reihen dazwischen sind. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel immer Lochmuster stricken würdet, nur die Rückreihe halt linke Maschen und dann in jeder Reihe so Lochmuster stricken würdet und immer 2 zusammen einen Umschlag oder
einen Umschlag, einen Überzug stricken würdet, dann würde das ganze Gestrickte entweder nach rechts oder nach links marschieren. Und deswegen muss man da immer gegensteuern, indem man eine Reihe zwei zusammen einen Umschlag und die andere Reihe einen Umschlag, einen Überzug macht. So viel dazu. So, dann wieder einen Umschlag, eine Masche wie zum Rechtsstricken abheben, eine Masche rechts und drüber ziehen. Das macht ihr jetzt die ganze Reihe bis also die ganzen bis die letzten drei Maschen. So, jetzt habe ich noch drei Maschen. Zwei werden rechts gestrickt, dann ein Umschlag und wieder zwei Maschen aus der Randmasche herausstricken. So, dann wird die zweite Lochmusterreihe jetzt fertig. Jetzt dann wieder in der nächsten Rückreihe alle Maschen rechts, auch die Randmaschen und alle Umschläge. So, dann wird das auch fertig. Dann wird die nächste Lochmusterreihe fertig. Und das wird jetzt immer abwechselnd gestrickt. Jetzt werden wieder vier Krausrippen gestrickt. Also so lange rechte Maschen, bis ihr vier solche Rippen habt. Dann die Rückreihe linke Maschen, bis auf die ersten und die letzten drei Maschen. Dann wird wieder zwei zusammengestrickt, ein Umschlag. Dann wieder vier Krausrippen. Wieder die Rückreihe linke Maschen und dann ein Umschlag und ein Überzug. Das wird jetzt laufend wiederholt, bis ihr das Tuch so groß habt, wie ihr das gerne haben möchtet. Wenn ihr dann fertig seid, also ihr hört dann auf mit ein paar Krausrippen, zwei, drei oder vier. Und in der letzten Reihe, wenn ihr also abketten wollt, in der letzten Hinreihe, da werden am Anfang da wird jetzt die erste Masche, also die Randmasche, nur rechts gestrickt. Da wird dann kein Umschlag gestrickt. Ich stricke jetzt nochmal zwei Reihen nur rechte Maschen. Also in der letzten Hinreihe keinen Umschlag stricken. Ich stricke jetzt noch zwei Reihen rechte Maschen. Und dann zeige ich euch noch, wie das umhäkelt wird. Dieses Tuch, das wird jetzt ganz normal abgestrickt mit der gleichen Nadelstärke. So, jetzt habe ich die zwei Reihen nochmal ganz ohne Zunahmen gestrickt. Also kein Umschlag und keine zwei Maschen aus der Randmasche herausgestrickt. Und die Rückreihe auch einfach nur rechte Maschen. Und jetzt wird das Tuch einfach ganz normal mit der gleichen Nadelstärke abgekettet. So, dann wäre das soweit fertig, da geblieben. Jetzt wird zum Schluss noch einmal das Tuch umhäkelt. Da müsst ihr jetzt schauen, ich habe das Tuch mit einer halben Nadelstärke weniger umhäkelt, wie jetzt hier mit, wie ich mit dem Tuch gestrickt habe. Also hier habe ich mit 4er gestrickt und ich nehme auch jetzt hier eine 4er Häkelnadel, weil das spielt jetzt ja keine Rolle bei dem kleinen Tuch, aber da müsst ihr mal schauen. Also wenn ihr locker häkelt, dann ist das sinnvoll, vielleicht eine halbe oder sogar eine Nadelstärke weniger zu nehmen. Dann eine Luftmasche. Und jetzt geht ihr einfach hier und häkelt in diese Löcher quasi, da wo ihr die Umschläge gehäkelt habt, gestrickt habt, da häkelt ihr jetzt immer zwei feste Maschen rein. So, zum Anfang habe ich eine Luftmasche gemacht.
da eben einfach zwei feste Maschen in diese Löcher häkeln. Da jetzt, das wird übersprungen. So, und auch hier unten, wo ihr da die Maschen angeschlagen habt, da könnt ihr einfach auch noch zwei, oder vielmehr, da sollten auch noch zwei feste Maschen rein. Und dann auf dieser Seite auch. In jedes Loch zwei feste Maschen. So, dann wären wir fertig für heute. Ich hoffe, das Tuch, das gefällt euch. Es ist wirklich sehr einfach zum Stricken, hoffentlich nicht zu einfach. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachstricken und freue mich dann aufs nächste Mal. Tschüss!